Puppe. Was für eine Freude. Wir haben doch wirklich keine Prinzipien. Dass ich jemals zu dir nach Hause komme? So schön. Nach so vielen Jahren noch eine Premiere. Ganz lange nicht gesehen. Mein lieber Erwin. Ich bin Dank für deine Alten. Gern geschehen. Bitte. Danke für die wundervolle Blume. Das ist Isabelle. Ihre Mutter war bis zu ihrem Tode unsere Haushälterin. Sie gehört praktisch zur Familie. Hallo Isabelle. Darf ich Ihnen bitte den Mantel abnehmen? Gefällt er Ihnen? Ja, sehr. Ja, sie schon. Hol den Zettel raus. Bitte. Um ein Überzimmer. Hättest du vielleicht die Freundlichkeit und hilfst mit? Ich mache ja gern deine Arbeit, aber nicht allein. Wer ist diese Frau? Sag bloß, du hast noch nie von Puppe Mandel gehört. Das ist die einzige deutsche Modeschöpferin, die man auch in Paris und Mailand kennt. Isabelle. Hat dein Vater was mit ihr? Also, du kannst richtig unverschämt sein. Isabelle, jetzt hilf mir mal. Ich meine, du hast ja Puppes Kollektion gesehen und weißt, dass sie sich messen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Schenkst du bitte Rotwein ein? Auch für Deutschland wird es immer wichtiger, sich in Europa und auf dem Weltmarkt mit Luxusartikeln zu positionieren. Aus Deutschland exportiert man Kruppstahl, Maschinen und Autos, aber Schönheit und Luxus, das kommt aus Paris und aus Italien. Aber wir, werte Frau Mandel, sind die freie und Hansestadt Hamburg. Unterschätzen Sie das nicht. Da ist man von jeher unsentimental, pragmatisch und weltoffen. Kein Rotwein. Ich vertrage kein. Isabelle. Entschuldigung. Das ist doch. Das ist nicht schlimm, aber in ein Weißweinglas gehört nun mal kein Rotwein. Heißt das, dass Sie als Bankhaus einer Frau wie mir einen größeren Kredit bewilligen können? Liebe gnädige Frau, es geht um das Budget. Jetzt krieg dich wieder ein, sowas kann passieren. Das hat sie mit Absicht gemacht. Eine Frau wie Sie macht alles mit Absicht, merkt ihr das? Ich hab dir keinen Kopf, ich werde studieren.